Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben ein festes Thema heute Nacht. Und das Thema heißt mein liebster Gegenstand und mein wichtigster, beziehungsweise mein wichtigster Gegenstand. Ich möchte gerne mit euch über euren wichtigsten Gegenstand in eurem Leben reden. Euer liebster Gegenstand, euer wichtigster Gegenstand. Damit meine ich jetzt nicht Glücksbringer oder die Kuscheldecke oder so etwas, sondern schon gewichtigere Sachen, von denen ihr sagt, dieser Gegenstand steht so richtig im Mittelpunkt meines Lebens. Ohne diesen Gegenstand kann ich es mir eigentlich gar nicht vorstellen. Oder vielleicht hattet ihr mal so einen Gegenstand und habt Lust, mir darüber zu erzählen. Also wenn ihr Lust habt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Mein liebster bzw. mein wichtigster Gegenstand. Jetzt bin ich sehr gespannt auf die erste Anruferin. Das ist die Susanne und Susanne ist 26 Jahre alt. Hallo Susanne. Ja, hallo Domian. Hallo. Ja, legen wir gleich los. Dein wichtigster Gegenstand. Ja, ich habe genau wie ganz viele andere Leute in meiner Familie ein Glasauge meines verstorbenen Großvaters. Ein Glasauge des verstorbenen Großvaters? Genau. Ach. Ja. Und das habe ich auch noch nie gehört, sowas. Wie so viele in deiner Familie? Wie meinst du das denn? Ja, also ein Glasauge muss jedes Jahr gewechselt werden. Ja. Weil das immer neu angepasst werden muss und so. Ja. Weil sich diese Augenhöhle auch ändert. Mhm. Und deswegen sammeln sich da so ein paar an. Mhm. Und sowohl ich als auch mein Cousin und mein Vater und Onkel und so, wir haben alle jeder eins. Ach, das heißt, im Laufe des Lebens hatte der Großvater mehrere Glasaugen. Genau. Lebt der Großvater noch? Nee, der ist vor 5,5 Jahren gestorben. Vor 5,5 Jahren gestorben. Und im Laufe dieser Zeit wurden dann so die Glasaugen verteilt, als Andenken an den Großpapa. Ja, also ich meine, alle haben wir natürlich nicht mehr, aber... Aber du hast eins. Genau, also jeder hat eins. Ja, und wo verwahrst du das auf? Ja, also ich habe das in dem Döschen, was auch von dem Hersteller ist noch, mhm. Also genau passt, meistens einfach im Regal stehen und nimmst dann aber hin und wieder immer mal raus. Ist das nicht ein bisschen makaber oder gruselig, dann in das Auge zu gucken, was mal das Auge des Großvaters war? Ja, also ich meine, ganz viele Leute finden das ganz eklig und makaber, aber wir sind das irgendwie alle gewöhnt gewesen, dass der Opa ein Glasauge hatte. Ja. Kann man so ein Glasauge eigenständig eigentlich auch rausnehmen? Ja, muss der Augenarzt schon, weil man das auch reinigen kann und so. Also es ist nicht, dass man abends die Zähne raustut und das Glasauge raus? Ja, nee, das macht man nicht. Aber so nicht? Also das muss dann schon ein Augenarzt machen oder wie geht das? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Ich habe den auch nie ohne gesehen. Ja, ja. So, dann machst du dieses Döschen auf, mhm, und guckst in das Glas, auf das Glasauge. Ja. Und guckst dann quasi dem Opa nochmal in die Augen. Im Grunde genommen schon. Ins Auge. Ja. Was ist das für ein Gefühl? Ja, ich weiß, eigentlich ist das unheimlich schön, weil man halt den so ein Stück vom Opa eigentlich dann immer noch hat. Also mhm, wenn man jetzt einfach ein Foto oder irgendein Souvenir hat, ist schon anders. Mhm. Ist jetzt halt schon ein bisschen persönlicher und... Ja, ja. Ich kann es teilweise nachvollziehen. Teilweise finde ich es auch ein bisschen gruselig. Ein bisschen. Aber vielleicht, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es durchaus ein ganz großartiges Erinnerungsstück an einen Menschen. Ja, mein Opa ist auch selber immer ziemlich unverkrampft damit umgegangen. Also ja, er hat das immer für meinen Vater und meinen Onkel auch früher wohl in der Badewanne schwimmen lassen und so. Ach so, er hat Späßchen damit gemacht. Die Alten und hat da so immer Späßchen mitgemacht und so und auch mit uns dann irgendwie. Also da Badewanne habe ich nicht erlebt, aber... Ja, dann hat er ja auch mitbekommen, als er noch lebte, dass die Glasaugen dann verteilt wurden in der Familie. Hat er auch schon so Späßchen darüber gemacht, na, wenn ich mal tot bin, dann da ist nichts mehr von mir da, aber ihr könnt mir in die Augen gucken oder irgend sowas? Ja, nee, das nicht. Wir haben auch, als er gestorben ist, nicht jeder eins gehabt. Da war zum Beispiel mein Vater ganz traurig, weil ich seins hatte, dass er jetzt keins mehr hat und dann hat die Oma dafür gesorgt, dass dann jeder noch eins kriegt, ja, von denen ich noch hatte. Wie sich das anhört. Würdest du sagen, Susanne, das ist der wichtigste Gegenstand in deinem Leben?
Also es ist auf jeden Fall einer, der den ich so, wenn das Haus abbrennen würde, retten wollen würde. Ja, also das ist ganz klar, dass du diesen Gegenstand, dieses Glasauge, dein ganzes Leben lang mit dir führen wirst. Ja, natürlich. Und immer bei dir haben, also in deiner Wohnung haben wirst, genau. Was immer auch passiert. Genau. Und vielleicht sogar irgendwann mal weitergibst an deine Kinder. Und dann auf kannst du sagen, Fall. Das ist dann das Auge vom Urgroßvater. Ja. Sehr kurios. Habe ich noch nie sowas gehört, aber ja, warum nicht? Klar. Ja. Und die Umwelt reagiert, wie du gerade sagst, manchmal ein bisschen auch irritiert darauf. Ja, die meisten finden erstmal den Gedanken ganz eklig. Gucken die das sich dann mit dir zusammen auch an oder trauen die sich das nicht? Ja, also erstens ist meistens so, weiß nicht. Und dann, wenn man das denen dann aber so, hier, guck mal, so ungefähr so die Nase hält, dann sind die meisten doch auch fasziniert, weil man das ja meistens nicht sieht. Also wenn das jemand im Auge hat, nee, sieht man nicht, dann ne? ist das ja nur starrer meistens als das andere. Mhm. Und sind dann auch überrascht, dass das zum Beispiel nicht ganz kugelförmig ist, das ist mehr wie so eine Schale und wie leicht das ist und so. Und wollen es dann auch mal, nimm das dann so ganz vorsichtig mal in die Hand oder so. Aus was für Material besteht das eigentlich? Glas. Wirklich aus Glas? Ja, also das Glasauge ist auch aus Glas? Genau. Nicht aus Plastik oder so? Nee, das ist schon Glas, aber das ist erstmal sowieso nur so eine Art Schale und die ist innen auch nochmal hohl, sodass das wirklich ganz leicht ist. Also es ist nicht so eine richtige Kugel? Nee. Ah ja, hätte ich jetzt gedacht, dass das eine richtige Kugel ist. Naja, also, denkt man so, aber ist nicht. Und dann ist das halt, wenn man es so sieht, sieht man natürlich auch, dass die Iris und die Pupille und so, dass das auch alles so mit Glas da drauf gemacht ist. Mhm. Welche Farbe hat es? Braun. Also das, braun. Beziehungsweise der Körper ist so ein milchiges, ja wie so Milchglas. Ja, ist klar. Und dann halt dem natürlichen Auge angepasst, auch nicht so in eine... Heitlich so in der Farbe. Und das war auch dann so, das ist so, dass das auch nie, wenn ein Mensch das trägt, dass das kaputt gehen kann durch Druck oder so. Ja, weiß nicht, ob man da durch irgendwelche seltsamen Unfälle vielleicht natürlich. Doch, ja, durch Unfälle sowieso, ja. Klar. Aber so normal passiert das nicht. Das wird ja auch genau in diese Augenhöhle eingepasst. Deswegen muss man das auch immer wieder neu machen, damit das genau passt, weil die Sehnerven und sowas ja auch alles degeneriert. Klar. Also, der liebste Gegenstand von der Susanne ist das Glasauge von dem verstorbenen Opa. Ja. Danke für den Anruf. Das war ein interessanter Aspekt zu unserem Thema. Ja, gern geschehen. Dankeschön, Susanne. Alles Liebe, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Also, wie ihr vielleicht das mitbekommen habt, falls ihr gerade reingezappt seid im Fernsehen oder im Radio, unser Thema heißt mein liebster, mein wichtigster Gegenstand. Und ich möchte gerne mit euch über euren wichtigsten, euren liebsten Gegenstand in eurem Leben sprechen. 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Mit Manuel geht's weiter und Manuel ist 27 Jahre. Guten Morgen. Ja, schon guten Morgen. Guten Morgen. Das ist heute ganz spannend. Jeden, den ich jetzt begrüße, der erzählt mir dann gleich eine besondere Sache bezüglich eines Gegenstandes. Du jetzt auch. Genau. Bei mir, in meinem Fall, sind es mehrere Gegenstände. So. Und zwar sind es meine Figuren bzw. Actionfiguren. Actionfiguren? Ja. So kleine? Das auch. Also ich habe also so Actionfiguren und halt auch so Schlumpffiguren. Ja. Und damit spiele ich mit meinen 27 Jahren noch. Ach, dann sitzt du so auf dem Boden und verteilst die ganzen Actionfiguren und spielst Kämpfe und Krieg und... Na, nicht ganz. Also es ist so, dass ich die Figuren einen eigenen Namen gebe und eine eigene Identität. Aha. Das heißt, ich denke mir auch Geschichten aus, die ich dann halt auch spiele. Das heißt, die Schlümpfe sind dann in diesem Fall auch keine Schlümpfe, sondern halt auch richtige Personen, also andere Personen. Also es gibt Schlümpfe und es gibt auch, was sind Actionfiguren? Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sie dir was sagen, die Masters-Figuren oder He-Man-Figuren. Nee, sag mir gar nichts. Das sind so, ja, das sind halt auch so Kampffiguren. Ja. Es ist halt aber in diesem Fall so, dass ich mir da auch wirklich Geschichten ausdenke. Also das ist nicht so, dass ich dann einfach drauf losprügel oder so, sondern ich denke mir da immer Geschichten aus und... Also, ich spiele dann damit. Dann, ich nehme mal hier einen Kugelschreiber und hier so einen kleinen Stift. Dann, wie man das früher als Kind so machte, dann kommt die eine Figur, die andere auch. Und dann bekämpfen die sich und dann sagt die eine Figur was, so wie du dir das ausgedacht hast. Und genau, die andere Figur sagt wieder was und dann haut die andere dagegen und dann ist gut. Also sowas. Richtig, so kann man sich das vorstellen. Aber mit dem Hauen eher nicht. Also wie gesagt, ich denke mir da schon so auch Geschichten aus. Also das ist eigentlich mehr gewaltfrei. Natürlich, gewaltfrei, ganz friedlich, völlig klar. Wie viele Figuren hast du?
Oh, ich habe da gar nicht gezählt. Also über 200 bestimmt. Über 200? Also 200 jetzt von den Gummifiguren, also sprich Schlümpfe. Ja. Und zusätzlich kommen aber noch die Actionfiguren dazu. Ja. Wie oft und wo befinden die sich? Aufgestellt in einem Zimmer oder in der Schublade? Ja, also ich habe eine eigene kleine Wohnung. Allerdings, also aufgestellt sind nur einige Actionfiguren. Ansonsten sind die Figuren eigentlich in einer Tüte gelagert. In einer Tüte. Also das soll ja auch keiner wissen. Ach, das ist ein Geheimnis. Ja, das ist ein Geheimnis. Wer weiß das denn? Es weiß eigentlich keiner. Also ich habe es zumindest keinem erzählt. Und ich weiß es jetzt. Du weißt es. Das ist ja jetzt so ein hoch, das ist eine Ehre, ist das ja. Hast du eine Freundin? Nicht mehr. Du hattest eine Freundin? Ja, mehrere. Mehrere. Und vor denen hast du es auch geheim gehalten? Ja, also es ist auch so, dass wenn du mich jetzt so auf der Straße sehen würdest... Würde ich nie denken, dass du mit Schlümpfen spielst. Nein, also Nein. Ich trage ganz normal Dieseljacke oder Markenklamotten. Nein, aber die Freunde, ich meine, die kriegst das da mitten in deiner Wohnung, wenn die Dinger da rumstehen. Hast du einfach nur gesagt, na, die stehen da so und weiter nicht? Nee, also ja, aber da denkt sie sich nichts bei. Oder da denken sich die Leute nichts bei, wenn jetzt da die einige Actionfiguren da rumstehen. Also das Geheimnis ist nicht, dass du diese Figuren besitzt, das sieht man ja. Ja. Das Geheimnis ist vielleicht, dass du so viele hast und vor allen Dingen, dass du mit diesen Figuren deine Spielchen spielst. Wie ein kleiner Junge, genau. Ist das wirklich dann so auf dem Boden, auf dem Teppich, dass du es dann so machst? Richtig, richtig. Wann? Wie oft? Das ist unterschiedlich. Also es hat jetzt etwas nachgelassen. Ansonsten, also es ist jetzt zweimal in der Woche, war aber früher häufiger. Also ja. Ich sag mal, bis zu meinem 18. Lebensjahr habe ich das noch fast täglich gemacht. Ja. So gut es ging. Jetzt. Dann hatte ich auch mal eine Auszeit gehabt zwischen meinem 18. und 20. Lebensjahr und habe dann mit 21 wieder damit angefangen. Und wie lange dauert dann so eine Spielsession? Ja, also höchstens 2 Stunden. Na, aber hallo, 2 Stunden. Höchstens. Läuft dabei Musik oder der Fernseher oder bist du ganz... Gar nichts. Das ist dann absolute Ruhe. Ach, du bist ganz in dir versunken in dieser Welt. Richtig. Und also lebst da deine Fantasie komplett aus. Richtig. Gibst du den Figuren, sprechen die dann auch gegenseitig miteinander? Ja, natürlich. Also die haben... Du schlüpfst dann in die Rolle und in die Rolle. Richtig, also ich schlüpfe in die Rolle sowohl von männlichen Figuren als auch von weiblichen. Und dann variiert die Stimme auch? Gehst du mit der Stimme auch hoch und runter, je nach Mann oder Frau? Richtig, richtig, genau. Ja. Also das ist dann wie ein Rollenspiel, ne? Ja. Ja, klar. Wenn man dabei beobachtet würde, da würde der eine oder andere denken, na so ganz klar ist er nicht mehr, ne? So ungefähr, ja. Warum? Warum machst du das? Ja, also ich muss dazu sagen, also es rauscht bei mir, so rauscht bei dir auch. Ja, es rauscht ein bisschen, Leitung ist nicht gut. Aber ja. Erzähl mal. Ja, also es ist so, dass ich irgendwo stehen geblieben bin, würde ich mal sagen. In deiner kindheitlichen Entwicklung, oder wie? Ja, also ich übe einen ganz normalen Beruf aus. Nämlich? Ich bin jetzt auch nicht irgendwie doof oder unterentwickelt. Ich glaub, bin ich voll überzeugt, dass du es nicht bist, ja. Was machst du denn vom Beruf? Also ich bin im Verkauf tätig. Mhm. Was verkaufst du, wenn ich fragen darf? Zurzeit verkaufe ich, also bin ich im Lebensmittel. Okay. Genau. Ich wollte es mal so einordnen. Ja, ja genau. Mhm. Ja. Und du meinst, das sind so rudimentäre Restbestände aus der Kindheit, die noch irgendwie da sind? Ja, genau. Also das ist etwas, das habe ich seit meiner Kindheit gemacht und habe das auch nicht aufgegeben. Mhm. Und ich möchte es einfach weitermachen, weil ich mich wohlfühle. Kannst du sagen, was dir das bringt, wenn du 2 Stunden mit diesen Püppchen gespielt hast? Also mit diesen Figuren, nicht mit Püppchen. Ja. Was bringt mir das? Oh, das ist jetzt kompliziert zu erklären. Es ist auch so, also dass ich seit wie soll ich das jetzt erklären? Seit 1990 ungefähr habe ich angefangen, eine eigene, ich nenne es mal Seifenoper zu machen. Ich bin jetzt sozusagen auch in der 15. Staffel. Das heißt, ja genau. Also das ohne Scheiß. Das wird ja immer toll. Das heißt, wir haben eine Telenovela bei dir, quasi sowas. Auch, ja, auch. Mit genau. Schlümpfen? Das sind bestimmte Personen, also die ich auch Namen gebe, verschiedene Schicksale, und die spiele ich dann halt auch. Und das nehme ich auch so auf Kassette auf. Du nimmst es sogar auf Kassette auf? Ja. Und guckst es dir hinterher auch nochmal an? Oder nur so zur Archivierung? Ja, ich höre es mir auch an, sicher. Aber warum diese strenge Geheimhaltung? Gerade auch vor der Freundin oder vielleicht vor deinen engsten Freunden? Ja, ich meine, würdest du unbedingt jemandem erzählen, dass du noch mit Figuren spielst? Ja, also ich meine, du bist ja so mutig und rufst ja hier auch an und erzählst es in aller Öffentlichkeit. Ja, aber es
sieht mich ja keiner. Also ich muss ja sagen, ich finde das liebenswert. Ich finde das alles andere als bekloppt oder so. Ich finde das, irgendwie toll. Nee, weil du lebst da ja deine Fantasie wirklich aus. Das richtig. Wahrscheinlich ist das sogar ein hochkreativer Prozess. Ja. Wenn es auch erstmal ein bisschen albern klingt. Aber du gehst da in die Figuren rein, du denkst dir Geschichten aus und lange Handlungsstränge sogar und so weiter. Ja, genau. Ja, ich sehe das auch so. Also ich sehe da auch, also ich war schon als Kind eigentlich ziemlich fantasievoll und kreativ. Also ich konnte schon mit 5 Jahren lesen. Mhm. Und jetzt ist die Leitung besser übrigens gerade. Ja, jetzt habe ich ein bisschen rumgefummelt an meinem Stecker hier. Ja, das ist gut. Ja, und ja. Ich fühle mich einfach, wie gesagt, wohl. Ich habe jetzt auch dafür eigentlich keine Erklärung. Also ich hatte mal vor Jahren auch, da hatte mal jemand bei dir angerufen, ein 19-Jähriger. Ja. Und der hat, glaube ich, dir auch erzählt, dass er mit seinem kleinen Bruder Spielzeugautos gespielt hat. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Nee, im Moment nicht. Nee. Und da wollte ich eigentlich auch zu anrufen, bin aber damals nicht durchgekommen. Mhm. Und Grund meines Anrufs ist erstmal, weil ich das auch erzählen wollte und weil ich auch Kontakt mit Leuten suche, die auch so eine Macke haben. Ah, ja. Also die irgendwo auch... Gibt's bestimmt ganz viele, die geheim solche Dinge tun. Ja. Also ihr Verborgenen da draußen im Lande, die ihr... geheim euren Leidenschaften nachgeht. Zum Beispiel genau. Mit Schlümpfen spielen. Die ja bei mir keine Schlümpfe sind. Die bei dir auch Schlümpfe sind, ne? Also unter anderem. In der Rolle sind es keine Schlümpfe. Nee, gar nicht. Ja, man muss sich da erstmal richtig reindenken. Also, wenn ihr gerne Kontakt mit meinem Anrufer, mit dem Manuel haben wollt, damit ihr so richtig insidermäßig euch da austauschen könnt, dann meldet einfach und wir geben es dann weiter. Ja, genau. Also, ich suche dann auch Leute, die halt auch so eine Macke haben, die meinetwegen auch mit Spielzeugautos spielen oder mit Eisenbahn oder halt auch jetzt in meinem Fall auch mit Figuren. Wenn jetzt jemand käme und würde dir das alles wegnehmen, wegschmeißen, was wäre dann? Nochmal was? Wenn jetzt jemand käme und würde die ganzen Figuren dir wegnehmen und wegschmeißen, was wäre dann? Dann würde eine Welt zusammenbrechen. Also schon ein sehr wichtiger Gegenstand, wie unser Thema lautet, für dein Leben. Es ist ja auch so, dass diese Figuren jetzt auch speziell, die hatte ja früher auch mein älterer Bruder gehabt, also die sind wirklich auch schon älter, also aus den späten 60ern, Anfang 70er so. Mhm. Und also wie gesagt, die haben für mich... Also du kaufst keine neuen nach? Komischerweise nicht. Das hat eben dein Kollege vorhin auch gefragt. Ja. Ich überlege aber vielleicht, dies zu tun. Also was ich nachkaufe, ist ab und zu mal so die Actionfiguren. Ja. Aber eigentlich auch nicht mehr so. Ja. Also ich bleibe bei meinen alten. Lieber Manuel, ich danke für deinen Anruf. Wenn hier Leute sich melden, die mit dir gerne Kontakt haben möchten, reichen wir es natürlich selbstverständlich weiter. Pflege dein sehr ungewöhnliches Hobby. Ich finde das in Ordnung. Und wenn ich du wäre, ich würde es meiner Freundin erzählen. Also... wenn sie das nicht erhält. Ja gut, vielleicht meldet sich ein Mädchen, was auch so macht. So, das wäre doch ganz toll, wenn du ein Mädchen fändest, das genau sowas auch macht. Dann wäre das Glück, Barbie und Ken, ne? Dann wäre das Glück perfekt. Dann braucht ihr gar keinen Sex mehr. Dann spielt ihr immer nur mit euren Figürchen. Ja, also ich wollte noch mal ganz kurz sagen, also es können sowohl männliche als auch weibliche sein. Ja. Und sollten auch nicht unbedingt älter als 27 sein. Also naja, ein bisschen älter können sie ja sein. Ja, okay, also ab 18 aufsteigen. Ja, 35 kommen ist okay. 36. Lieber Manuel. Meinetwegen. Alles Gute. Danke für den Anruf. Ja, danke. Tschüss. Ja, unser Thema, mein liebster und mein wichtigster Gegenstand. Wenn ihr mir von euren wichtigsten und liebsten Gegenständen erzählen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Nummer oder unter der bekannten Mailadresse. Alexander ist hier. Alexander ist 22. Hallo Alexander. Hi, grüß dich. Ja, hallo. Und? Ja, mein liebster Gegenstand ist mein Auto. Ein Auto. Mhm. Ich hab's mir schon gedacht, dass heute ein Auto-Freak anruft. Kannst du mal sehen. Was ist es für eins? Ein Ford Ka, und zwar ein Gelb. Ein Ford Ka? Mhm. Eigentlich ja eher ein typisches Frauenauto. Das wollte ich ja sagen, das ist doch die Kugel, ne? Genau, ja, das Ei sozusagen. Das Ei, ja, genau. Und In Gelb. In Gelb, ja. Wie alt ist er? Der ist jetzt 2,5 Jahre alt. Hast du neu damals gekauft? Gekauft nicht, sondern gewonnen. Gewonnen? Ja. Ach, wo, wie, gewonnen? Ja, beim Kleidungsgeschäft habe ich den gewonnen. Na, aber ich habe noch nicht mal selber mitgemacht. Also. Das ist ja toll. Plötzlich bekamst du die Nachricht hier, sie haben ein Ford Ka gewonnen und... Genau, und ich wusste gar nicht, ich so, was geht jetzt ab? Ich wusste gar nicht, aber da habe ich gedacht, naja, egal, Hauptsache gewonnen. Ne? Hattest du denn zu der Zeit, hattest du da schon ein Auto? Da habe ich noch keins gehabt, also das war jetzt dann das erste gewesen. Also ist dein erstes Auto, hattest du denn damals schon einen Führerschein? Ja, den hatte ich schon. Den hattest du schon, ja, ich
bin ja schon 22, da hatte ich schon 2 Jahre fast den Führerschein gehabt. Ja, nun ist der Ford K, liebe Ford-Mitarbeiter, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, nicht gerade der Traum von jungen Männern, wie du gerade schon gesagt hast. Ja, aber man kann was draus machen. Also, du hast ihn tiefer gelegt? Genau, zum Beispiel. Ehrlich? Hast du jede Menge Zeug halt eingebaut. Zum Beispiel, erzähl. Ja, zum Beispiel LEDs, blaue Beleuchtung, Riffelblech, Sportpedale, Sportauspuff. Also der sieht jetzt richtig schick aus. Blaue Beleuchtung, heißt das, dass die Beleuchtung nach unten geht? Nee, das nicht. Das ist ja illegal. Aber, ach, das ist illegal, wusste ich nicht. Aber Innenbeleuchtung halt eben, Tachobeleuchtung und so weiter. Und halt Scheibentönen und so weiter. Also sieht jetzt nicht mehr aus wie ein Frauenauto. Also, wie viel Watt Musikanlage? 1 kW habe ich. Ja. Also kommt ganz ordentlich was. Wie sehen die Sitze aus? Ich habe halt Sitzbezüge drauf, halt so schwarz-blau. Ja. Passt ganz gut zum Gelb. War das der erste Moment, als man dir sagte, du hast dieses Auto und diesen Typ gewonnen? Hm. Hast du da gedacht, den verkaufe ich und kaufe mir für das Geld? Genau. Ah ja. Ich wollte ihn gar nicht haben. Also, und wie hat der kleine Ford K dein Herz erobert dann? Ja, ich weiß auch nicht, das war so ganz komisch. Der stand bei mir zu Hause und halt über ein Wochenende, ich war weg, kam halt wieder und ich habe irgendwie habe ich ihn vermisst. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ihn irgendwie vermisst und ich weiß nicht, seitdem ist er mir so ans Herz gewachsen und ich weiß nicht, seitdem ich auch so viel halt in Arbeit und Zeit reingesteckt habe, ich weiß nicht, also... Also, sag mal so, in der Woche, wie viel Zeit verbringst du mit oder in dem Auto, also um das Auto schön zu machen, zu putzen und irgendwas zu basteln und weiß ich was? Das ist schwer zu sagen, das kommt immer drauf an, halt je nachdem, ob ich was zu basteln habe oder nicht. Ja. Also, sag ich mal, kann in der Woche, schwer zu sagen, vielleicht 10 Stunden? Doch, 10 Stunden, das ist schon eine ganze Menge. Wahrscheinlich achtest du auch darauf, dass der immer blitzblank ist. Genau, ja. Also jetzt also, in dem Schneematsch. Oh, da kriege ich die Krise, wenn ich sehe, dass der so dreckig ist. Da, musst du ihn denn jeden Tag fahren jeden Tag zur Arbeit oder? Nicht jeden Tag. Nicht. Also ich bin ja Student und dadurch kann ich auch viel mit dem Bus fahren, dann brauche ich nicht so oft durch die Stadt und so. Dann gehe ich davon aus, dass wenn die Straßen besonders salzig sind, dass du dann deinen süßen kleinen Ford K zu Hause stehen lässt. Ja, natürlich, weil also Salz, das ist ja, ich weiß nicht, das ist das Böseste überhaupt für die Autos. Ja, Autos, aber echt, also das ist wie Gift, ja. Würdest du sagen, dass das der wichtigste Gegenstand im Moment in deinem Leben ist? Definitiv. Definitiv. Also, ich habe auch noch eine Freundin. Ja. Aber, das ist der zweitwichtigste Gegenstand, die Freundin. Eigentlich eher der dritt- oder viertwichtigste. Wie bitte? Ehrlich? Also davor kommen dann noch die Plattenspieler und meine PCs. Und dann kommt die Freundin erst? Mhm. Würde ich mich aber als Freundin bedanken. Ja, aber die weiß das und die stört das eigentlich nicht so unbedingt. Also was heißt, sie stört das? Vielleicht stört sie schon ein bisschen, aber sie akzeptiert. Also wenn dringend was am Auto gemacht werden muss, zum einen, und auf der anderen Seite die Freundin, weiß ich jetzt, irgendwie Lust hat, unbedingt jetzt mit dir einkaufen zu fahren, irgendwo hin oder nur spazieren zu fahren. Ja, da muss man warten. Da muss sie, was frage ich da noch, ne? Ja, das ist ja ganz klar. Also. Darf die Freundin denn mit dem Auto mitfahren? Mitfahren darf sie, aber nicht selber fahren. Nee. Um Gottes Willen, aber ist die Krise. Sie darf nicht selbst mitfahren. Sie darf nicht fahren und du sitzt dann nicht auf dem Beifahrersitz. Ja, oder darf auch nicht alleine fahren. Also, nee. Und muss sie sich immer die Schuhe sauber machen, wenn sie einsteigt? Also, was ich zum Beispiel gar nicht leiden kann, wenn man zum Beispiel die Schuhe irgendwo aufs Armaturenbrett stellt oder so, ja. Da stellen sich bei mir auch die Nackenhaare auf. Ja. Also, die Freundin muss sich dann in diesem Auto auch ganz ordentlich benehmen. Ja, und kein Dreck oder so, also das kann ich auch nicht abhaben. Ja. Also es muss schon sauber bleiben. Gab es schon mal Sex in diesem kleinen Ford K? Ja, klar. Das gab es? Ist zwar bewundernswert in so einem kleinen Auto. Das geht? Aber es geht. Also nun könnte man da ja auch das eine oder andere beschmutzen, ne? Ja, gut. Da sollte man ja schon vorsichtig sein. Muss man aufpassen, ja. Das wäre ja dann doch sehr ärgerlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Also solange es nur die Sitzbezüge sind, die kann man ja austauschen. Aber wenn es dann was anderes ist, ja. Aber man holt sich blaue Flecken drin, also das habe ich schon festgestellt. Weil er so klein ist. Ja. Kann man die Sitze runterdrehen? Ja, die kann man ziemlich gut, also die sind dann fast flach, also ja. Das geht schon ziemlich gut an, auf jeden Fall, ja. Ich habe auch schon mal irgendwie nachgedacht halt, ob ich mir das Auto selber vorstellen könnte und mir dann, ja, ich weiß nicht, halt selber Hand anlege, aber ich weiß nicht, ich habe es noch nicht gemacht. Das habe ich nicht verstanden jetzt. Also, dass ich halt es mir selber mache und das Auto halt im Kopf habe. Ach so, dass du erregt wirst durch das Auto. Ja. Die Idee, dass das Auto dich, sagen wir es ganz platt, geil macht. Genau. Ja, wäre doch mal ein Versuch wert.
könnte man mal probieren, würde ich mal sagen. Aber das wollte ich mich gerade auch fragen, ob das für dich was ganz Besonderes ist, wenn du dann Sex mit deiner Freundin in diesem Ford Ka hast, ist das toller für dich als im profanen Bett irgendwo? Ja, eigentlich schon. Also besonders wenn es dann noch, man hat schöne Aussicht, schön romantisch. Ist klar, aber ich meine so, das Gefühl in deinem Liebling dann auch noch sich zu befinden. Ja, das ist perfekt. Also, dann auch noch Sex. Perfekte Mischung. Ja, solltest du vielleicht mit dir mal alleine Sex in deinem Liebling haben. Das wäre eine Idee. Ist auch mal eine Idee. Ja. Hat der Liebling eigentlich einen Namen? Namen hat er nicht eigentlich, nee. Aber, ja. Wie soll das denn mit dir und ihm weitergehen? Also ich könnte nie verkaufen, auf jeden Fall. Nie? Nee, also würde ich nicht übers Herz bringen, echt nicht. Also er ist ja erst 2 Jahre alt, das ist ja nur ein gutes Alter für ein Auto. Aber irgendwann wird dein Auto ja auch mal alt. Und nach 10 Jahren, magst du daran denken, dass er irgendwann auf den Schrottplatz kommt? Nee, gar nicht. Also es wird mir das Herz zerreißen. Ich glaube, dann würde ich ihn lieber irgendwie in der Garage stellen. Schön, ich weiß nicht, schön pflegen halt so Altersheim fürs Auto. Ah ja, da wird es irgendwann Oldtimer. Genau, ja. Also so, das klingt alles sehr lustig und auch sehr nett. Ich frage jetzt nochmal, was die Freundin anbelangt. Da will ich dann eine ernste Frage stellen. Wirklich, wenn ich dich jetzt vor die entscheidende Frage stellen sollte, deine Freundin oder der kleine Ford Ka, dann würdest du antworten? Ja, also man muss mal so sehen, ich sag mal, eine Freundin kann man länger haben, muss man aber nicht. Ein Auto hat man wirklich lange. Muss man auch nicht. Ja, aber wenn man sich quasi ein bisschen ins Auto verliebt hat, dann... Diese Antwort irritiert mich jetzt aber. Ja? Ich hoffe, dass deine Freundin nicht zuhört. Doch. Die hört zu. Ja. Denn die Antwort besagte ja eigentlich, dass du dich für das Auto entscheiden würdest. Ja, wahrscheinlich schon. Also ich muss dazu sagen, sie hat auch mal das Auto beschädigt. Und da, weiß nicht, also die Beziehung war ganz schön am Schwanken. Was hat sie gemacht? Also sie hat die Tür halt angeschlagen. Oh, das darf man natürlich gar nicht. Oh, da bin ich. Ah, das war... Also sie hat die Tür aufgemacht und irgendwo an Poller oder irgend sowas, an eine Wand geschlagen. Ja, an so eine Wand, da war halt eine kleine Delle dann. Ja. Oder das war... und sie dann auch noch gemacht, ja. Also da hing der Haussegen aber schief. Aber echt, also da gab es mehr als einen Tag Stress. Ja. Also, ich kann die Liebe zum Auto gut nachvollziehen, dass man Auto toll findet. Aber die Frau und die Liebe an sich ist ja doch wichtiger, letztendlich. Ja, naja, gut, aber ich weiß nicht. Also, so ein Auto, das hat doch was. Guck mal, aber deine Freundin Frau, die kann mal stressen. Ein Auto stellst du einfach ab, das nervt mich. Ein Auto kann auch schon mal kaputt gehen. Ja gut, aber dann kann man es reparieren. Bei einer Freundin wird es schwierig. Ja. Und wir haben ja auch unseren speziellen Jahrestag für den Ka. Und zwar der Ka-Freitag, also ohne R. An dem Tag, als du ihn bekommen hast, oder? Nee, aber das ist nicht Karfreitag. Kennst du ja Karfreitag? Ja, natürlich, ja. Und der Karfreitag, aber ohne R. Dann. Ja, ich verstehe schon. Ja, und sie hat ihm auch was geschenkt. Hat sie ihm was geschenkt? Ja. Und wann ist dieser Karfreitag? Oder ja, am Karfreitag halt eben. Ach so. Nur umbenannt. Ach so, ich verstehe. Ja. Jetzt verstehe ich. Und was hat sie geschenkt? Ein Benzingutschein. Also quasi ein Essensgutschein fürs Auto. Ja, also ich hoffe, dass es doch eher so eine Marotte ist. Und dass die Liebe zur Freundin doch obsiegen würde. Und ich grüße einfach mal deine Freundin an dieser Stelle, wenn sie zuschaut oder zuhört. Lieber Alexander, alles Gute und unfallfreie Fahrt wünsche ich dir. Danke. Kann ich noch ein Autogramm haben? Ja, leg bitte auf und wir rufen dich zurück wegen der Anschrift. Alles klar, danke. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt über unser Thema Mein liebster und mein wichtigster Gegenstand. Hier ist Peter. Heute sind viel mehr Männer hier bei mir als sonst. Peter, 38, grüße dich. Ich grüße dich auch. Hallo, ja, Jürgen. Grüße dich. Ja, der liebste oder wichtigste Gegenstand? Ja, das ist meine Beinprothese. Deine Beinprothese? Ja, die habe ich jüngst unfreiwillig erworben. Was ist passiert? Erzähl den Hintergrund. Ja, ich hatte einen arteriellen Verschluss im rechten Bein. Und das hatte sich angekündigt mit Schmerzen in der Wade. Und ich konnte das nicht genau zuordnen. Ich habe gedacht, das ist einfach nur eine Zerrung. Du hattest vorher keinerlei Beschwerden, irgendwas? Nein, überhaupt nicht. Ach. Also ja, Beschwerden schon, aber die rührten noch von einer anderen Geschichte her. Das hatte was mit Bänderverkürzungen zu tun und so. Also was ganz anderes? Dann noch eine andere Geschichte. Ja. Das rührte aus einer Depression heraus und lange Geschichte. Aber um das abzukürzen, also ich hatte dann vergangenes Jahr irgendwann mal Psychotherapie gemacht und sehr erfolgreich und das war auch wunderbar. Ja. Und irgendwann während der Psychotherapie haben sich zwar leichte bis mittelstarke Schmerzen im Bein bemerkbar gemacht,
Aber ich habe dem keine Bedeutung beigemessen. Was aber mit der Psychotherapie nichts zu tun hat. Ne? Nein, überhaupt nicht. Deswegen frage ich auch so, ist ja Wahnsinn. Man kriegt einfach so Schmerzen im Bein und dann geht es dann so schlimm weiter, wie du es jetzt wahrscheinlich erzählen wirst. Und dann relativ schnell. Also das hat sich dann am 19. Oktober, das war dann so der Stichtag, wo gar nichts mehr ging, also sprichwörtlich. Mhm. Ich konnte mich dann überhaupt nicht mehr bewegen, habe den Notarzt alarmiert. Der kam, stellte fest, dass kein Puls mehr im Fuß spürbar ist und dann sagte nur noch so, wenn das mal gut geht. Mhm. Und dann habe ich schon mehr oder weniger damit abgeschlossen. Ich habe schon gedacht, muss wohl weg, ne? Ja, wirklich? Das hast du da gedacht? Das habe ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch so gedacht, ja. Aber da muss ja der Arzt ja schon irgendwelche dramatischen Signale gegeben haben, sonst denkt man... Naja, wenn der sagt, da unten kommt kein Puls mehr an und guckt seinen Mitstreiter an, den er mitgebracht hatte, die haben mich gleich ins Lalülala gepackt und dann ging es ab zum Krankenhaus. Gut, ich würde ja nicht denken, der Fuß muss ab. Ich würde denken, die operieren jetzt irgendwas oder... Naja, erzähl mal weiter. Ja, okay, das ist ja auch... insofern hast du recht, ne? Da bin ich auch einfach unbedarft, ne? Ja. So, was das Medizinische anbelangt. Lass mich mal kurz fragen, diese Schmerzen, von denen du gerade gesprochen hast, waren die im Unterschenkel, in der Wade? Oder? Korrekt. Bitte? Mhm. Ganz genau. Da waren die. Mhm. Ja. So, du bist ins Krankenhaus gekommen. Was geschah da? Dann hat man mich durchgecheckt und die konnten auch nur da in der Notaufnahme feststellen, da ist kein Puls mehr. Mhm. Die haben das so dann gleich weitergegeben an... an die Gefäßchirurgie und die haben mich gleich am nächsten Morgen auf den Tisch gepackt. Ja. Und in einer 9-stündigen Operation dann versucht, die Arterie wieder freizulegen. Also was war passiert? Eine Arterie war verstopft oder? Genau. Durch was verstopft? Ja, ganz normale Arterienverkalkung. Ich sag mal ganz normal in Anführungsstrichen. In deinem Alter schon? Mit 38? Ja, das scheint bei mir genetisch bedingt zu sein. Meine Mutter ist daran verstorben. Ah ja. Mhm. So, auch dann haben die dich operiert, 9 Stunden lang? Ja, und da hat man versucht, die Arterie eben wieder freizukriegen. Mhm. So dass eben alle Gliedmaßen des Beins wieder durchblutet werden können und versorgt werden können. Mhm. Jetzt war der Zeitpunkt von mir natürlich sehr schlecht gewählt, beziehungsweise es war einfach zu spät. Man hat die Arterie zwar nahezu gänzlich wieder freilegen können, oder so wie mir der Operateur später erzählte, zu 2/3, was zur Folge hatte, dass der Fuß zwar auch wieder durchblutet war, wenn auch nur sehr schwach, aber er war wieder durchblutet. Und jetzt hat man 2-3 Tage abgewartet, und stellte fest, nee, das geht nicht mehr. Das droht abzusterben, das droht nekrotisch zu werden, so nennt man das. Ja. Und also weil doch nicht genug Blut reinkam. Korrekt, genau. Mhm. Das war einfach schon zu spät. Mhm. Und dann hat man gesagt, ja, den Fuß müssen wir abnehmen. Da gab es dann nicht nochmal die Möglichkeit einer weiteren Operation, das ging nicht. Nee. Die sagten ganz klar, das Stück, was wir nicht haben, richtig freikriegen können, das ist so festgesetzt, da kommen wir mit unseren Mitteln nicht mehr weiter. Das Wahnsinn, das muss einen doch... Da kann man auch keinen Bypass legen oder so, das geht nicht. Das muss einen doch wahnsinnig schocken, wenn dann ein Arzt sagt, der Fuß muss ab. Nee, hat es mich in dem Moment eigentlich nicht. Weil ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte da irgendwo im Innern schon gedacht für mich, da muss der wohl weg. Hm. Du hast gerade gesagt, dass es genetisch bedingt ist. Ja, In der Familie ich bin zwar auch, aber nicht so stark, als dass es mich so sehr beeinträchtigen könnte. Gab es in der Familie auch Amputationen? Nee, das nicht. Das nicht, ja. Nee, so, da war es gleich an Sterben angedacht. Jetzt hat man dir gesagt, der Fuß muss weg. Dann hat man den Fuß amputiert. Dann hat man den Fuß amputiert bis zum mittleren Wadenbein. Bis zum mittleren Wadenbein. Ja. Mhm. Und da scheint sich wohl während der Operation haben sich Staphylokokken dort eingenistet und haben das Ganze zur Entzündung gebracht. Mhm. Und dann hat man das festgestellt und gemerkt, es wird nicht besser, auch nicht mit stärkster Antibiotika. Mhm. Also Keime sind das, ne? Ja. Ja. Und dann hat man gesagt, da müssen wir nochmal bei. Wir müssen da noch ein bisschen mehr abnehmen. Boah. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, und wie stellt ihr euch das vor? Und dann meinten die, wir gehen bis unters Knie und schauen, dass wir das Kniegelenk erhalten. Ja. Mhm. Jetzt hatte ich dem Arzt gesagt, gut, wenn ihr aber feststellt, während der Operation schon, dass da irgendwo noch weiteres nekrotisches, also sprich abgestorbenes Gewebe ist oder entzündliches Gewebe ist, dass mir dasselbe nochmal einbringt, weil das war tatsächlich auch eine ganz, ganz schmerzhafte Geschichte. Ja. Diese 2-3 Tage abwarten und gucken, ob sich's weiter entzündet. Also helfen auch keine Opiate mehr. Ja. Und das war einfach nur grauenvoll. Das war schlimm. Wie weit ist er dann letztendlich amputiert worden? Am 1. November wurde dann der letzte Schnitt gemacht und der ist dann tatsächlich während der Operation, hat man eben festgestellt, wir müssen über das Knie hinausgehen. Das heißt, ich bin jetzt
im rechten, zum rechten Oberschenkel zur Hälfte, sage ich mal, amputiert. Das alles innerhalb von ein paar Monaten, kann man sagen. Ja, das ging fatz, ruckzuck. Ist das denn jetzt ordentlich verheilt, der Stumpf? Das ist ordentlich verheilt, klar. Mhm. Das heißt, da ist nichts jetzt zurückgeblieben und da besteht keine Gefahr, dass sich da nochmal irgendwas entzündet oder... Nee, das nicht. Nee. Das nicht. Also die Naht ist sehr gut abgeheilt, sage ich mal. Ja. Der so. Knochen steht zwar ein bisschen sehr weit vor, jetzt so, da kann ich richtig schön drauf, den kann ich richtig rundherum abtasten. Da. Ja. Das nervt vielleicht so ein bisschen, aber... Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, der wichtigste Gegenstand ist für dich deine Prothese. Sollte es eigentlich sein, ja. Sollte es. Mhm. Ist es nicht? Naja, ich tue mich ein bisschen schwer damit. Weil es noch alles so neu ist für dich und du dich noch nicht dran eingewöhnt hast, das muss man ja wahrscheinlich auch lernen, ne? Und sich wirklich dran gewöhnen auch. Korrekt. Lernen ist eine Sache, das ist auch nicht so das Problem. Also das Lernen, das fiel mir recht leicht während der Reha-Maßnahme. Mhm. Gab ja eine Rehabilitation. Ja. Und infolge dieser konnte ich auch an einem Lauftraining teilnehmen und da hatte ich eine ganz tolle Physiotherapeutin, die mir den Umgang mit der Prothese auch ganz wunderbar nahegebracht hat. Mhm. Und mit dem Umstand an sich hatte ich mich schon, ich kam damit immer gut klar. Ich hatte auch immer meinen Galgenhumor dabei, der mir darüber über so schwarze Stunden, sag ich mal, hinweghalf. Mhm. Aber dennoch gibt es jetzt irgendwie Probleme. Welche Probleme sind das? Das sind jetzt so, momentan ist es einfach so, dass ich wohne unterm Dach, muss ich dazu sagen. Mhm. Das heißt, ich muss so drei Stockwerke treppabwärts marschieren mit der Prothese. Das ist rein technisch gesehen, ist das nicht so das Problem. Mhm. Nur, dass der Stumpf jetzt in Folge der Zeit baut er ganz einfach auch natürlicherweise ab. Ja, der wird ja nicht mehr so gefordert. Mhm, ja. Und baut dann eben auch an Masse ab. Das heißt, der Stumpf sitzt in der Prothese nicht mehr so fest wie zu Anfang. Was kann man da machen? Kann das nachgearbeitet werden? Ja, doch, sicher, klar, das kann nachgearbeitet werden. Mhm. Das ist ja auch nur eine vorläufige Prothese. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so eine große Prothese hat? Und damit geht. Ja. Simuliert das Gehirn einen dann, das sei der eigene Fuß, das eigene Bein? Hat man das Gefühl, das ist wirklich mein Bein noch? Oder? Ja, und zwar ganz einfach infolgedessen, weil das Gehirn weiß nichts davon, ja, genau. dass das Bein weg ist. Daher auch die Phantomschmerzen immer wieder, korrekt, was die Leute erzählen. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Und dafür gibt es aber mittlerweile halt ganz ausgezeichnete Medikamente, die das Ganze, die dem Gehirn sagen, so, bis dahin und nicht weiter. Ah, ja. Ne? Also dann finden in dem Bereich, wo eigentlich keine Masse mehr ist oder Materie, da findet dann auch kein Schmerz mehr statt. Ich finde, dass du ausgesprochen tapfer mit diesem Schicksal umgehst. Ja, was soll ich machen? Ja, das ist natürlich vernunftsmäßig richtig, aber manch einer wäre da wahrscheinlich, wenn man so von aus dem Nichts heraus so getroffen wird, wäre sicher niedergeschlagener. Aber du nimmst es relativ locker, hast sogar deinen Galgenhumor, sagst du. Ja. Und sagst, es ist so, wie es ist und ich muss mich erst damit abfinden und das Beste daraus machen wahrscheinlich. Ja, da mussten erstmal meine Freunde und Bekannten, die mussten damit klarkommen. Also die hatten mehr daran zu knuspern als ich letztendlich. Bist du in einer Beziehung im Moment? Nee, im Moment nicht. Das nicht? Nee. Und wie ist das beruflich? Hat das jetzt beruflich auch eine große Auswirkung? Ja, ich war vorher leider schon arbeitslos, plante aber eigentlich auch eine Umschulung. Ja. Ja, und die muss ich jetzt nochmal wieder irgendwie umstricken. Jetzt weiß ich noch nicht genau, in welche Richtung die Umschulung dann gehen soll. Ja. Aber schon eigentlich, so habe ich mich jetzt schon umentschieden, irgendwas in den sozialen Bereich hinein. Ja, also sozialer Bereich, das heißt, dass du musst dann auch viel rumlaufen. Das wäre dann nicht das Problem. Gegebenenfalls, je nachdem, wie ich diese Umschulung stricke. Ja. Das kann ja auch, Sozialarbeit kann ja auch am Schreibtisch stattfinden. Durchaus, natürlich, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, wichtigster Gegenstand, sehr, sehr nachvollziehbar, die Beinprothese. Mhm. Das war die Geschichte von Peter. Und Peter, ich danke dir für deinen Anruf. Gerne. Und wünsche dir, dass du dich da noch dann in Zukunft richtig mit zurechtfinden wirst mit dem Ding und auch dich daran gewöhnen wirst. Wünsche ich mir und allen anderen Leidensgenossen, die ein ähnliches Schicksal haben, auch. Wirklich, ja, schließe ich mich an. Alles Gute dir. Dito. Tschüss, Peter. Und tschüss. Tschüss. Markus ist hier. Markus ist 28 Jahre, genau. Hallo Markus. Ja, hallo Domian. Ja, schönen guten Morgen. Ja, hallo. Ja, es geht nicht direkt jetzt um meinen liebsten Gegenstand, aber um einen Gegenstand, der sehr wichtig geworden ist in meiner Beziehung. Also es geht um den Gegenstand, den deine Freundin, sofern es eine Frau ist, sehr mag, oder wie? Ja, meine Freundin. Ja, eine Freundin. Das heißt,
ist das, was meine Freundin so eine Art, ja, Fetisch kann man nicht sagen, aber so eine Vorliebe für Flugzeuge und eben alles, was darum herum geht, mit Fliegen und so weiter zu tun hat, entwickelt hat. Und die, das wird halt immer stärker, diese Vorliebe, würde ich jetzt mal nennen. Also wenn du schon sagst Fetisch, dann heißt das, dass das eine ganz klare sexuelle Komponente auch hat. Ja, ja. Die wird schon sehr deutlich, zum Beispiel daran, dass ich mir jetzt eine Uniform, so eine Flugkapitänsuniform, das ist ein bisschen doof zu sagen, ja. Musstest du dir kaufen, oder was? Ja, habe ich mir gekauft. Hast du dir gekauft? Sie hat es nicht direkt gesagt. Ja. Und ich habe eben auch noch nicht mit ihr direkt drüber gesprochen, aber... Ach, sie hat das noch gar nicht gesehen, dass du die Uniform hast? Doch. Und sie hat sich auch drüber gefreut und so. Und, wie, dann hast du, ohne mit ihr darüber gesprochen zu haben, hast du die gekauft und irgendwann angezogen und dann standst du vor ihr als Flugcaptain? Ja, genau. Und sie, was hat sie da gesagt? Naja, da hat sie ja eben gesagt, dass sie das toll findet und wie ich darauf gekommen bin. Und da habe ich gesagt, naja, wo es doch ihr erster Flug war, den wir gemacht haben. Daher kam das nämlich. Mhm. Wir sind zusammen in Urlaub geflogen. Wann war das? Letzten Sommer. Wie lange seid ihr zusammen schon? 3,5 Jahre. Und vorher hast du davon gar nicht so bemerkt? Ja, das hat sich, also meine ich jedenfalls, sonst müsste ich ein wirklich grober Holzklotz oder so sein. Hat sich erst entwickelt, als wir dann nach diesem Flug, also nach dieser Reise, nachdem sie halt das erste Mal in ihrem Leben geflogen ist. Ja. Also ich habe es auch nicht sofort gemerkt, weil ich eben gedacht habe, viele Andeutungen, die sie gemacht hat, kommen daher, dass sie das erste Mal in ihrem Leben wirklich so lange unterwegs gewesen ist. Ja. Wie hat sie denn während dieses ersten Fluges, was hat sie da so gesagt, wo du schon dachtest, naja, vielleicht liegt es daran, dass es das erste Mal ist, aber jetzt im Nachhinein wird dir klar, dass es auch einen anderen Hintergrund hat. Ja, dass sie es eben aufregend findet und direkt nachdem wir dann angekommen sind, haben wir dann noch direkt Sex gehabt und so. Mhm. Und ja, also sie hat mir schon deutlich gemacht, dass sie es sehr aufregend findet, was da diese Fliegerei. Redet er denn? Dass sie sich schon auf den Rückflug freut und ob wir nochmal umsteigen und in eine größere Maschine vielleicht. Mhm. Wollte alles Mögliche darüber wissen. Ja, das heißt, ihr redet schon viel darüber. Ja, also nicht direkt darüber, dass ihr das jetzt immer wichtiger wird, sondern mehr, also sie stellt halt mehr Fragen und sie gibt ihm ja halt ziemlich deutlich zu verstehen, dass das für sie eben sehr, sehr wichtig ist. Schämt sie sich dabei nicht, wenn sie, das ist ja schon sehr ungewöhnlich, ist sie da nicht schamhaft, wenn sie dir das so sagt, ist ja schon sehr ungewöhnlich? Mittlerweile hat sie sich, also am Anfang hat sie ja mehr so hintergründige Andeutungen gemacht. Mhm. Bis jetzt zum Beispiel vor 2 Monaten ist das erste Mal gewesen, da hat sie mich gefragt, ob ich schon mal drüber nachgedacht habe, im Flugzeug Sex zu haben zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und also die Andeutungen, die werden eben immer konkreter. Ja. Und deswegen habe ich mir dann auch die Uniform zugelegt oder zum Beispiel, ich habe sogar ausrangierte Sitze gekauft. Nein, du hast ausrangierte Sitze gekauft? Ja. Und wo stehen die jetzt? Bei euch im Schlafzimmer? Ja. Ehrlich? Wir haben auch wirklich darauf schon Sex gehabt. Und das ist ja abgefahren. Ausrangierte Sitze aus einem Flugzeug, aus einem großen Flugzeug. Ja, und aus den USA sogar habe ich die gekauft, weil da gibt es sowas nämlich zu kaufen. Hier in Deutschland ist es ja irgendwie anders, sowas von da. Und hast du da bestellt und die sind dann irgendwann hier angeliefert worden? Ja. Und die stehen jetzt in eurem Schlafzimmer. Das, das muss für sie doch dann der Hammer gewesen sein, ne? Ja, ja, war es auch. Also rein vom Sexuellen her kann ich mich da auch nicht beschweren, wenn es darum jetzt nur ginge. Also ich muss noch mal fragen, die Geschichte mit der Uniform. Du hast sie angezogen und du standst dann ihr gegenüber. Sie hat gesagt, das ist toll. Endete das dann auch in einem wilden Sex oder wie? Ja. Ja. Also wir haben leider, kann ich nur sagen, dass ihr das Sachen offenkundig gefallen hat und dann haben wir halt doch ziemlich intensiven Sex gehabt. Ja. Also ich muss auch sagen, also in dem Moment habe ich auch gedacht, oder würde ich auch heute noch sagen, es ist einer der besten gewesen, die wir hatten, seit wir zusammen sind. Hängt sie sich im Zimmer irgendwie auch Fotos von Flugzeugen auf? Ja, sie lädt sich halt auch im Internet alles Mögliche darüber runter. Ja. Also das habe ich halt auch eben schon mitbekommen, dass sie sich sehr für interessiert und auch mal gefragt hat, zum Beispiel, ob wir nicht mal zum Flughafen fahren können. Ja. Und, wenn sie da die Starts und Landungen beobachten kann. Und da habe ich auch schon, also da weiß ich schon konkret, was dann passieren würde, wenn wir da im Auto hinfahren würden. Ja. Ne? Bei der zweiten, dritten Landung oder beim zweiten, dritten Start
Ja, genau. Ging es dann bei euch auch ab im Auto. Da musst du natürlich tierisch aufpassen, wenn ein realer Flugkapitän ihr mal über den Weg läuft. Dann flippt sie wahrscheinlich völlig aus, oder? Ja, und das ist eben mein Problem, was ich mit der Geschichte mittlerweile bekomme. Dass ich eben weder berufsmäßig noch irgendwie anders was mit Flugzeugen zu tun habe und mich auch nicht so auskenne und auch da keine Beziehungen hinhabe zu Leuten, die sich da auskennen oder so. Von daher habe ich da inzwischen nämlich Bedenken, weil sie sich da, finde ich, inzwischen dermaßen reinsteigert, dass es vielleicht, irgendwann kann es ja so enden, dass sie sich dann für mich nicht mehr interessiert. Durchaus. Ich habe nämlich sogar schon mich informiert, soweit bin ich nun schon, wie es mit einem Kredit aufzunehmen ist, für einen Flugschein zu machen. Hat sie sich erkundigt? Oder du? Nee, ich habe mich erkundigt. Du hast dich erkundigt, ja. Wie generell, überhaupt, so ganz grundsätzlich, wie empfindest du diesen Fetisch, den sie da hat? Befremdet dich das oder findest so ganz, ganz im Tiefinneren findest du das auch eigentlich ein bisschen bescheuert? Oder wie empfindest du es? Wie siehst du es? Naja, es ist halt am Anfang, wie gesagt, es ist auch so für mich so ein Reiz gewesen, dass eben was Neues gewesen ist und so, und man probiert das ja auch mal aus. Ja, und aber ich habe es auch nicht für so schlimm gehalten, aber mittlerweile. Weil sie sich halt auch immer mehr reinsteigt und immer offener Andeutungen dahin macht, wie Sex im Flugzeug wäre und ob ich die Uniform nicht nochmal anziehen könnte. Ja, ich habe so einen Eindruck davon, von dir, wie du das jetzt erzählst, dass du das alles irgendwie mitmachst für sie, dass du irgendwie nur reagierst auf sie, dass es null dein Ding ist und du versuchst, dich ihr immer mehr anzupassen, bis hin zu der Überlegung, einen Flugschein zu machen, aber es ist nicht deine Welt und nicht deine Sexualität. Nee, es war mal Abwechslung ganz am Anfang, wie gesagt, klar, das war letzten Sommer her. Und das hat sich immer mehr gesteigert und irgendwann war es auch mit den Flugsitzen mal Abwechslung, eine ganz gute und so, aber... Will sie denn jetzt immer nur Sex auf den Flugsitzen oder geht's also, auch nochmal im Bett? Ja, es geht auch im Bett, aber das geht dann immer eher von mir aus und ist dann auch nicht so... Ne? Habe ich das gerade richtig verstanden, dass ihr eigentlich über dieses Phänomen, was sich da bei ihr offensichtlich breit macht, nicht viel und ausgiebig redet? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Warum nicht? Also ich habe sie, weil ich auch nicht genau weiß, wie ich von mir aus das Thema dann irgendwann ansprechen soll. Ich meine, ich kann nicht zu ihr gehen und sie jetzt fragen, ob sie jetzt einen Flugzeugfetisch hat oder so, oder ob sie nur noch darauf steht. Oder. Doch, das kann man doch, das kannst du auch so fragen. Also du da nur... Ich weiß nicht, ob ich das dann so sagen kann. Ja, hör mal, du kaufst Flugzeugsitze extra. Du verkleidest dich als Flugkapitän. Was machst du denn schon alles? Dann kannst du da auch die ganz normale Frage stellen, bist du Flugzeugfetischistin? Das kann man doch fragen. Aber ja, hör mal, das ist deine eigene Freundin zu fragen, ich meine, ja, ich habe mir das auch immer mal überlegt, aber was denkt sie denn dann? Dass entweder sie denkt, dass ich keine Ahnung von ihrer Sexualität habe, weil ich sie das überhaupt frage, ja, oder die hast du ja auch nicht. Und natürlich, wen denn sonst, als ihre eigene Freundin zu fragen? Ich käme mir da ehrlich gesagt auch ein bisschen zu still vor, wie du mir das jetzt geschildert hast bei euch. Ich wollte die Frau erstmal richtig verstehen und dafür muss die mir das erklären. Und das ist auch nichts Schlimmes, finde ich. Das ist für sie wahrscheinlich auch eine peinliche Situation, die ich hoffe halt immer noch, oder es ist weniger peinlich, die Hoffnung so ein bisschen, aber ich hoffe halt auch immer noch, dass sich das bei ihr widerlegen wird. Das glaube ich aber nicht. Entdeckt. Ja, das glaube ich nicht, wie du es jetzt gerade geschildert hast. Also ich würde da wirklich den Mund auftun, weil sonst entfernt sich das vielleicht so sehr und befremdet dich irgendwann kolossal. Vielleicht ist das für sie ja auch ganz toll, darüber mal richtig zu reden. Für sie muss es doch auch ein merkwürdiges Gefühl sein, wenn man vorher noch nie sowas gehabt hat und dann plötzlich auf Flugzeug steht. Von Flugzeugen scharf wird, das ist doch... Ich meine, es gibt alles, ist mir schon klar, aber... Darum hat es mich ja auch am Anfang gar nicht so befremdet. Ja. Ich habe halt immer gedacht, es wird sich irgendwann in Wohlgefallen auflösen. Ich habe auch bis jetzt mit überhaupt keinem darüber geredet. Also auch nicht aus meinem Freundeskreis oder so, weil ich auch nicht weiß. Geh mal ins Netz unter dem Stichwort Objektsexualität. Ja. Da wirst du sicher auch ein paar interessante Sachen finden und vielleicht auch Leute stoßen, die ähnliche Dinge tun und empfinden. Ja, aber das hat ja auch mehr immer so was Anrüchiges, sage ich mal. Das impliziert ja für viele eben, dass die geistig vielleicht nicht so auf der Höhe sind. Nö, das nicht. Also nochmal, ich würde an deiner Stelle wirklich eingehend und eindringlich mit meiner Freundin reden, um
das einfach zu verstehen, was da los ist. Und dann würde ich für mich... Dass ich das auch irgendwann finanziell nicht mehr so handeln kann. Ja, ne? Ja, klar. Eben, reden, Markus. Ja. Reden, wenn es nicht klappt, ruf nochmal an. Oder, ja. Oder frag sie, ich würde mich sehr gerne mit ihr unterhalten. Wie ja, das haben ja deine Kollegen auch schon gesagt. Ne? Ach, aber, die haben das gefragt, ja. Also, ja, aber ich weiß nicht, ob ich sie das jetzt dann... Gut, musst du ja nicht vielleicht heute Morgen machen, aber wenn es sich dann ergibt, ich würde gerne mit ihr sprechen, dann könnt ihr uns mailen und dann werden wir das arrangieren, ja? Ja, lass uns mal so verbleiben. Mal schauen, ob ich den Mut dann zusammennehmen kann. Na bitte, bitte, so schlimm ist das ja noch nicht. Lieber Markus, alles Gute. Ja, danke Domian. Tschüss. Ne? Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit dem Lars. Und Lars ist 27 Jahre alt. Hallo Lars. Ja, moin Domian. Morgen. Ich grüße dich, hallo. Was ist dein Gegenstand? Ja, mein Gegenstand ist Scheckkarten groß und ist die Dauerkarte des FC St. Pauli. Wie Scheckkarten groß? Ja, die ist wie eine EC-Karte in der Größe. Ja. Auch in der Form und alles. Und wie gesagt, das ist die Dauerkarte des FC St. Pauli. Ich verstehe. Die ist so groß wie eine Scheckkarte. Genau. Die Dauerkarte vom St. Pauli. Richtig, genau. Ah. Mein liebster Gegenstand, mein wichtigster Gegenstand, ja. Mein Leben. Dein Leben. Richtig. Seit wann schon? Bitte? Seit wann schon? Seit 11 Jahren jetzt. Seit 11 Jahren? 27? Seit 11 Jahren. Und wie kam es dann? Wahrscheinlich kommst du aus der Gegend dort oben, oder? Nee, aus Hannover. Aus Hannover. Also das ist nochmal fast 200 Kilometer. Ja. Ich nehme also alle zwei Wochen, für mich ist eigentlich jedes Spiel ein Auswärtsspiel. Ja. Und ich nehme eigentlich alle zwei Wochen, wenn ich dann nach Hamburg fahre, wirklich 2,5 Stunden Fahrt in Kauf, um nach Hamburg zu kommen, nach Hause. Was ist das Tolle an St. Pauli? Es ist die Umgebung, der Fußball. Gut, auch wenn wir jetzt Regionalliga spielen, es gab auch schon mal glorreichere Zeiten. Ich habe da meinen Freundeskreis, also die auch dann in Zug zusteigen Richtung Hamburg. Mhm. Die ganze Atmosphäre, ich liebe diese Stadt. Das ist auch mein nächster Wunsch, mein nächstes Ziel. Ich werde nach Hamburg auch ziehen. Also es geht gar nicht mehr in erster Linie nur um den Fußball. Oder? Doch, natürlich. Doch. Natürlich auch. Es ist Spannung pur, 90 Minuten. Ja. Absolut. Es ist Tränen teilweise, wenn man aufsteigt, wenn man absteigt. Ja. Emotionen geladen. Erster FC St. Pauli heißt das, ne? Nein, nur FC St. Pauli. Nur FC, bitte. Ich verbitte mir das erste bitte. FC. Bitte, sehr schön. Ich bin nun absolut unbedarft in Sachen Fußball und muss dann jetzt auch eine ganz provokante, blöde Frage stellen. Natürlich. Warum nicht der HSV? Das kann ich dir eigentlich ganz genau erklären. Vor 11 Jahren, wie ich auch überhaupt dazu gekommen bin, hatte ich von Fußball eigentlich außer meine WM gucken oder eine EM von Duten und Blasen überhaupt keine Ahnung. Ich habe Basketball gespielt. Ja. Und da hat mich einfach mal so ein Freund, ich habe da noch im Wohnheim gewohnt und er meinte, Mensch Lars, hast du nicht mal Lust hier irgendwie, morgen ist Spiel. Mhm. Der war da schon längere Zeit, kommst einfach mal mit. Mhm. Jo, und dann bin ich da mitgefahren, in Zug eingestiegen und natürlich hatten wir da auch schon unseren Spaß. Man macht da ja auch keine Milchparty draus, ja. Das ist auch ganz klar. Und dann hat er mich da mitgenommen und ich war fasziniert. Fasziniert von allem. Ja, und da spielte gerade zufällig St. Pauli, oder was? Genau, der war St. Pauli-Fan und hatte mich mal zu einem Spiel mitgenommen, hatte mir eine Karte besorgt. Also ist das ein Zufall, wenn er dich zum HSV mitgenommen hätte oder zu irgendeinem anderen Club, dann wäre der das vielleicht geworden, oder? Vielleicht, ich würde gerne auch mal wieder zurückblicken, wie es dann eigentlich gewesen wäre. Viele fragen mich auch, warum bist du nicht Hannover 96-Fan? Du wohnst doch da. Zum Beispiel. Genau, zum Beispiel, aber ja. Es sind auch... Aber es war Liebe auf den ersten Blick und es hat dich gleich angefixt. Ich hatte sofort, in der nächsten Saison habe ich mir eine Dauerkarte geholt. Das ist mein Verein, hast du gesagt. Ja. Da müsstest du in Hamburg wohnen und du müsstest auch in St. Pauli wohnen. Also meine Schwester ist jetzt hingezogen, die habe ich jetzt vor einem halben Jahr infiziert. Die ist jetzt eigentlich so gut wie auch immer dabei. Ja. Aber ich muss auch wirklich dazu sagen, wenn es jetzt um Fußball geht und ich würde in Hamburg wohnen, mir würde auch was fehlen, weil diese Vorbereitung, wie gesagt, auch diese Fahrt von Hannover nach Hamburg, die Freunde steigen zu, man hat schon ein bisschen, man stimmt sich ein und das ist einfach, es gehört für mich irgendwie dazu und als wenn ich jetzt mit dem Fahrrad zum Fußball fahren würde, ich würde ausschlafen mit dem Fahrrad, ich weiß, da würde mir auch was fehlen. Vielleicht was anderes dann, ja, vielleicht.
trotz alledem mein Ziel, das denke ich schon. Wie viel Stunden, ich habe das gerade den Autofreak auch gefragt, wie viele Stunden so in der Woche beschäftigst du dich mit dem Thema St. Pauli und Fußball? Also ich denke sowieso mindestens ein bis mal am Tag, nur mal daran, wie manche Leute dreimal an Sex denken, so denke ich an St. Pauli. Was ist für dich wichtiger, Sex oder St. Pauli? St. Pauli. St. Pauli, ehrlich? Ja. Das ist ja nur eine Aussage, wenn ein Mann sagt, das sagen wahrscheinlich viele Männer, Fußball ist mir wichtiger als Sex. Das ist ja eine Hammeraussage. Sex gehört natürlich auch dazu. Natürlich, aber der Fußball ist hier. Wenn es um Wochenenden geht, ist für mich nur das eine Thema Fußball. Also ein Wochenende mit ein paar heißen Blondinen. Ich biete es dir an. Ein Wochenende mit ein paar heißen Blondinen oder worauf du auch immer stehst. Oder dein übliches Wochenende mit dem Fußball. Du würdest dich entscheiden für... Ich würde die Frauen für Montag bis Freitag vor Zelle verlegen und Samstag würde meinen Freunden, glaube ich, gehören. Oder dann irgendwie nach dem Spiel oder vor dem Spiel. Ist mir klar. Aber diese 90 Minuten am Samstag, die gehören ganz allein der Mannschaft. Bist du denn auch in einer festen Beziehung im Moment? Nein, seit 5 Jahren auch nicht mehr. Liegt es daran vielleicht gar? Ich habe natürlich meine Ansprüche schon höher gestuft und ich, wenn man mal flirtet, wie auch immer, oder mal eine Beziehung eingehen will, ich sage auch ganz ehrlich, was ich mit meiner Freizeit anfange. Das heißt, die Frau könnte dir gar nicht reinreden und sagen, pass auf, dieses Wochenende möchte ich mit dir irgendwie irgendwas machen, irgendwas schönes Unternehmen. Da sagst du nein, das Wochenende ist ein Fußballwochenende. Da gäbe es keine Kompromisse? Da muss schon wirklich ein Angebot kommen. Also ich bin, glaube ich, flexibel. Das kann man schon sagen. Ich muss auch mal am Wochenende arbeiten. Wenn es gar nicht anders geht, muss ich das auch. Trotz alledem hat für mich in erster Linie Priorität grundsätzlich, wenn sie auf dem Samstag denn spielen, der Fußball. Und meine Freundin sollte das, denke ich, auch verstehen. Und ich gucke mich natürlich auch im Stadion um. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das wäre doch wieder die ideale Kombination, wenn du eine St. Pauli-Fanin, sage ich es mal, einen weiblichen Fan, wenn du dich in so eine Frau verlieben würdest. Es war auch vor gar nicht langer Zeit der Fall. Leider Gottes wollte sie dann aus irgendwelchen Gründen nicht mehr. Aber das wäre genau eigentlich... Das wäre genau das Richtige. Hast du denn mit vielen Fans Kontakt, auch so außerhalb der Stadien? Trefft ihr euch schon mal oder macht ihr irgendwelche andere Sachen gemeinsam? Schon, ja, das auf schon. Jeden Fall. Mhm. Also aus Hannover fahre ich mit meinem besten Freund eigentlich immer. Aus Hannover sind wir zu zweit. Ja. Mal auch mit ein paar Abschweifern, die so mal dann auch mitkommen. Und der Rest, wie gesagt, steigt auch immer zu. Es ist schon eine Entfernung, wo man sich nicht so oft sieht. Sind da Frauen bei auch? Wir hatten jetzt letztes Wochenende war eine Frau dabei. Da freuen sich auch immer alle. Es ist eigentlich überwiegend mehr männliche Leute bei uns in dem Kreis. Mhm. Jetzt musst du mich mal aufklären. Du hast gerade gesagt, die spielen zweite Liga. Dritte Liga sogar. Wir haben mal erste Liga gespielt, aber die Zeiten sind auch schon wieder. Also dritte ist nur wirklich dann nicht so doll, ne? Aber spielerisch zurzeit ist wieder grandios. DFB-Pokalfinale jetzt dann gegen die Bayern, Halbfinale gegen die Bayern. Ja. Und man sieht es ja ständig jetzt auch im Fernsehen. Der Hype ist wieder riesengroß und ich glaube, wir können wieder große Dinge schaffen und dieses Leiden trotz alledem auch immer aufstehen mit der Mannschaft. Gibt es denn in der Mannschaft zurzeit einen Hoffnungsträger, einen Star, wovon du sagst, von wem du sagst, der bringt uns noch weiter nach oben? Also ich bin nicht wirklich personenspezifisch. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt sage, der und der gefällt mir super gut. Das ist der Hoffnungsträger. Für mich kämpfen alle in der Mannschaft und ich komme selber aus dem Mannschaftssport und die gehören für mich alle zusammen. Gute Aussage. Beim Fußball eher eingeschätzt, die kommen und die gehen. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Das war Lars, der großer Fan vom FC St. Pauli ist und sagt, St. Pauli ist mein Leben. Ne? So kann man sagen. So kann man es wirklich sagen. Alles Gute und schöne Grüße nach Hannover. Danke, Domian. Tschüss, Lars. Richtig aus. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war unsere Sendung.